Hi, in der heutigen Diskussion soll es mal wieder um Jugendbücher gehen. Darüber habe ich ja in sehr vielen Diskussions- und auch anderen Videos geredet, darüber, dass ich finde, dass viele Jugendbücher als Jugendbücher vermarktet werden, obwohl sie nicht in diese Genre reingehören, obwohl sie nicht für Jugendliche geeignet sind, weil zu viel Sex drin vorkommt, es zu düster ist oder was auch immer. Also darüber haben wir ja schon, also ich zumindest, sehr oft geredet, vor allem auch über FSK und sowas drauf gehört. Und ich habe jetzt letztens ein paar Booktube-Videos im englischsprachigen Bereich gesehen, die dieses Thema auf eine andere Art und Weise beredet haben, was ich so noch nie gesehen habe. Und das hat mir eine ganz andere Sicht auf das Thema gezeigt. Also es geht auf jeden Fall um den zwei Part, also zwei Videos von Daniel Green. Der hat es genannt The Problem with the YA Books, glaube ich. Und dann gab es eine Antwort von The Book Leo. Die Videos verlinke ich euch in der Infobox. Auf jeden Fall habe ich mir diese Videos angesehen und da erst die andere Seite der Medaille quasi gesehen, weil ich ja von meiner Seite aus immer alles sehe mit meinen Scheunen. Wie heißt das immer? Ihr wisst schon, ich sehe es immer nur auf meine Art und Weise. Und man muss erst mal Meinungen von anderen Leuten hören, um die andere Seite der Medaille überhaupt zu sehen. Und da haben die auf jeden Fall darüber geredet, über das Konzept. Also ich nehme nur das Konzept, sie haben sehr viel andere Sachen noch gesagt, die auch sehr, sehr wichtig und sehr gut sind. Also guckt euch die Videos an, falls ihr Englisch verstehen könnt. Auf jeden Fall rede ich heute darüber, dass Bücher mit den Lesern zusammen wachsen. Sie haben das so bezeichnet, weil wir ja einen ganz besonderen Umstand im Moment haben. Ich nehme mich selber als bestes Beispiel dafür. Ich habe als Jugendliche Jugendbücher gelesen. Ich bin erwachsen geworden. Ich bin älter geworden. Ich bin mittlerweile 30. Und ich lese immer noch Jugendbücher. Und damit bin ich absolut nicht die Einzige, vor allem unter den Frauen nicht. Denn immer mehr erwachsene Menschen lesen Jugendbücher. Soweit so, dass sie zumindest in ihren Videos behauptet haben, dass zumindest beim amerikanischen Markt mehr als die Hälfte der Leser von Jugendbüchern erwachsene Menschen sind. Und das ist den Verlagen natürlich nicht entgangen und den Autoren und wer alles dahinter steckt, natürlich nicht. Die sind ja nicht doof. Die wissen, dass mehr als die Hälfte der Leser ihrer Bücher erwachsene Menschen sind. Und die dachten sich deswegen, hey, passen wir doch unsere Bücher und den Lesern an. Und deswegen haben sie halt angefangen, ihre Jugendbücher erwachsener zu gestalten, als sie es eigentlich vorher gemacht haben. Also sie haben angefangen, wie gesagt, Sexszenen reinzubauen, sie ein bisschen düsterer zu machen, ein bisschen komplizierter, als es eigentlich normalerweise für Jugendbücher der Fall wäre. Und sie dann auf den Markt zu bringen als Jugendbücher, aber eigentlich sind sie halt gedacht für diese erwachsenen Menschen, die immer noch Jugendbücher lesen. Und ja, das sind die Bücher quasi, über die ich mich immer aufgeregt habe, weil ich fand, dass es keine Jugendbücher sind. Was sie auch im Grunde eigentlich nicht sind. Eigentlich sind das New Adult Bücher, die sich nur als Jugendbücher tarnen, weil sie halt auf dem Markt sind, um die Leser wie mich zum Beispiel, die als erwachsene Menschen immer noch Jugendbücher lesen, um die anzusprechen. Und wenn man das aus dieser Sicht sieht, ist das natürlich relativ clever gemacht, weil die meisten Leser halt erwachsen sind. Wieso sollte man dann auch nicht erwachsene Inhalte in die Bücher reinpacken? Aber auf der anderen Seite, wie ich das schon oft erwähnt habe, stehen diese Bücher halt immer noch in der Jugendbuchabteilung. Und es gibt immer noch, auch wenn es weniger als die Hälfte ist, genug Jugendliche, die zu diesen Büchern greifen, die halt eben auch lesen, auch wenn diese Bücher nicht wirklich für die gedacht sind. Aber sie stehen halt in den Regalen, in denen Bücher für sie gedacht sind. Versteht ihr, was ich meine? So ein Buch wie zum Beispiel Das Reich der Sieben Höfe steht dann direkt neben einem Harry Potter. Und wie soll ein Jugendlicher dann, der an dieses Regal im Büchermarkt in, mir fallen gerade die Worte nicht ein, wenn der jetzt in Thalia oder in irgendeinem anderen Buchladen reingeht und an das Jugendbuchregal geht, wie soll ein Jugendlicher dann den Unterschied wissen zwischen einem Harry Potter und einem Das Reich der Sieben Höfe, wenn die direkt nebeneinander im Buchregal stehen? Das ist unmöglich. Und es soll wohl auch verschiedene Buchhändler geben, die damit nicht so zufrieden sind und selber auch sich fragen, wie sie solche Bücher nebeneinander stehen haben können, obwohl sie doch so radikal unterschiedlich sind teilweise.
Aber es macht natürlich vom Marketing her und von den Lesern her, die man ansprechen will, Sinn, dass man die Bücher den Leuten anpasst, die die Bücher lesen. Und da es im Moment halt sehr, sehr viele erwachsene Menschen sind, ich weiß nicht, ob es moralisch so gut ist. Also für mich wäre das moralisch nicht vertretbar, solche Bücher an Jugendliche zu vermarkten, die aber eigentlich nicht für die Jugendlichen gedacht sind, aber die die Jugendlichen dann trotzdem lesen, weil sie halt Jugendbücher sind. Versteht ihr, was ich meine? Also ich wäre ja eher dafür, dass man eine Art neues Genre einführt, wie eben New Adult. Das New Adult Genre muss weg von, es sind nur Sexbücher, hinzu, es sind Bücher für Erwachsene. Also Erwachsene, die gerade erst Erwachsene geworden sind. 20-Jährige und so. Und da würde das Reich der Sieben Höfe gut reinpassen. Mal abgesehen davon, dass es jetzt kein Buch ist, das ich gerne mag. Aber da würde ich dann halt auch nicht meckern. Wenn das 20-Jährige lesen, für die ist das gedacht, für die ist das auch gut. Gut, wie gesagt, ich mag das Buch nicht so, aber die Zielgruppe ist halt die richtige. Aber wenn das dann 13-Jährige zur Hand nehmen, weil Jugendbuch draufsteht, finde ich das moralisch, ich weiß nicht, ein bisschen schwierig. Aber ich verstehe es jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel besser, wenn ich darüber nachdenke, dass es ja eigentlich für Erwachsene gedacht ist, die aber eigentlich Jugendbücher lesen. Also es ist relativ kompliziert, aber auch trotzdem einfach. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, man muss erstmal diese solche Medaille sehen, um es besser verstehen zu können. Was sagt ihr denn dazu? Glaubt ihr, dass Bücher mit den Lesern mitwachsen müssen? Können Jugendbücher jetzt mehr als nur Jugendbücher sein, weil so viele erwachsene Leute es lesen? Weil wir lesen es ja eigentlich, weil es Jugendbücher sind. Aber wenn die sich jetzt weiterentwickeln von Jugendbüchern weg und was anderes werden, dann ist es ja nicht mehr das, was wir lesen wollen. Aber auf der anderen Seite ist halt das Reich der Sieben Höfe sehr, sehr beliebt bei Leuten. Und das scheint sie also nicht zu stören. Ich bin sehr verwirrt. Ich weiß nicht so recht, was ich gerade überdenken soll. Was ist eure Meinung? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Und ja, ansonsten, wie gesagt, guckt bei den Videos vorbei. Die sind wirklich gut geworden von den beiden. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder.